So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe heute überraschend eine neue Quest bekommen, und zwar hier in Südfarm von Madison. Da bist du ja. Weißt du, wie lange ich auf dich gewartet habe? Wir haben eine lange Reise zum Einsiedler vor uns. Oh, wenn wir schon so lange reisen, können wir da nicht versuchen, ein paar lilafarbene Zauberblumen zu sammeln? Haha, du weißt nicht, was Zauberblumen sind, Susanne? Ich eigentlich auch nicht, haha. Aber wir können so tun, als ob es Blumen sind, die hier im Umkreis wachsen. Da wir zum Zauberer im geheimen Tal gehen, benötigen wir Zauberblumen, damit wir Zugang haben. Andernfalls stoppt uns eine Mauer aus Magie. Haha, okay, wir reiten mit Nordwind los und pflücken Zauberblumen. Richtung Einsiedler, Blumen und noch weiter. Okay. Sollen wir denn so Blumen holen? Nicht pflanzen. Muss ich hier anklicken? Hallo. Da ist auch laufender Ball. Ja, ich muss sie anklicken. Ja, super. Okay. Gut, dann gab es jetzt schon mal den ersten Fail. So. Ja, das ist geil. Jetzt muss ich oben und unten machen. Muss ich hier quasi zwei Strecken abdecken? Das ist doch richtig doof. Wieso machen die das nicht in einer Reihe? So. Packe ich das noch? Okay. Ach, das war schon genug. Ach so, okay. Und jetzt müssen wir noch den Weg zum Einsiedler finden. Das heißt, ich hätte jetzt gar nicht so dumm laufen müssen, sondern hätte wahrscheinlich einfach geradeaus rennen können. Oh, die Wildpferde sind wieder da. Hallo, ihr Lieben. Ich würde gerne mit denen noch eine Runde reiten. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, in die Ecke komme ich erst runter, ne? Also komisch reite ich normalerweise gar nicht dahin. Ah ja, hier ist der Stein, an den orientiere ich mich immer. Eieiei, hat das jetzt lange gedauert. Hallo. Ja. Du bist hier, um einen Blick auf die Pferde zu werfen, was? Irgendetwas stimmt auf jeden Fall nicht. Einige der Pferde sind nicht beim Rest der Herde. Sie stehen alleine herum, ein Stück weiter von den anderen. Du solltest wirklich losreiten und dir das mal anschauen. Was ist, Madison? Oh, okay, du willst die Senderinfo sehen? Kannst du dich dann auf das Reiten konzentrieren, Susanne? Dann kann Madison hinter dir sitzen. Also los dann. Wir müssen herausfinden, was mit den Pferden los ist. Okay. Jetzt fange ich auch schon mit dem an. So, wir müssen jetzt einzeln Pferde finden, hat er gesagt. Jetzt weiß ich nicht, ob der mir jetzt dann den Standort der Herde anzeigt. Das ist ja ein ganzes Stück weit weg. Noch kein einzelnes Pferd. Ah, doch hier. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ein Pferd gefunden. Geh wieder zur Herde zurück. Ja, die Herde kommt so langsam in Bewegung. Aber wo ist das zweite Pferd? Das ist komisch, dass man das immer noch nicht sehen kann. Ah, da. Gefunden. Aua,
Oh, das hat geblitzt. Haha, sieh nur, wie toll wir sind, Agent. Den gefundenen Pferden scheint es wohl gut zu gehen. Haha, wir sind die Besten, Susanne. Wir können alles erreichen, solange wir zusammenarbeiten. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass es den Pferden gut geht, können wir zurück zum Einsiedler. Und danach können wir zu Neidast. Ich habe ihm noch mehr Karotten gebracht. Mein geliebtes, wunderschönes Pferd. Susanne, einer der Punkte auf der Karte bewegt sich kein bisschen. Da stimmt etwas nicht, oder? Die Herde kommt. Nicht uns platt trampeln, bitte. Hallo. Geht es noch? Genau, Wildpferde bewegen sich fast ständig. Los, lass uns das prüfen. Oh, sag mir, dass wir jetzt ein neues Fohlen aufziehen können. Oder dem Pferd ist irgendwas passiert. Das wäre natürlich schlecht. Weil das Fohlen, was hier war, das war ja irgendwie so komisch verbuggt. Also da funktionierte ja leider gar nichts mit, was wir damals hier gefunden hatten. Das konnten wir nur anfangs füttern und dann konnten wir ja nichts mehr machen. Und als ich am nächsten Tag wieder da war, war das Fohlen ja auf einmal weg. Oh nein, dieses Arschloch schon wieder. Eieiei. Da ist das Pferd. Ihm scheint es gut zu gehen. Hey Pferd, wer ist dieser Mann? Hi, ich heiße Madison. Wer bist du? Warum hast du diesen Sender? Der Sender sollte auf dem Pferd sein. Haha. Wie auch immer, ich sage dem Pferd da mal Hallo. Es scheint ihm gut zu gehen. Hallo, kleines Pferd. Warum bist du noch wach? Ja, das ist nicht die Frage, warum das Pferd noch wach ist. Die Frage ist nur, was dieser zwielichtige Herr Anvil hier eigentlich macht. Anvil, okay. Hallo nochmal, Susanne. Naja, ich hätte nicht gedacht, dich hier zu sehen. Hey, wieso machst du so ein Gesicht? Ich glaube, wir beide haben uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt kennengelernt. Sollten wir noch einmal von vorne anfangen? Vorstellen müssen wir uns wohl nicht mehr. Du weißt, dass ich Herr Anvil bin und ich weiß, dass du Susanne bist. Ha. Du fragst dich, weshalb ich hier bin. Naja, ich kann hingehen, wohin ich will. Es ist ein freies Land. Warum ich den Sender in meiner Hand habe? Hey, dieser Sender lag einfach auf dem Boden. Ich machte gerade einen Spaziergang, als ich plötzlich diesen Sender sah. Ja, ich dachte, dass er vielleicht zu diesem Pferd gehört oder so. Ja, ich war gerade dabei, ihn wieder am Pferd anzubringen. Jetzt gerade. Ja, bestimmt. Das ist genau, was passiert ist. Es ist nicht mein Problem, wenn du mir nicht glaubst. Es ist ein freies Land. Ich habe nur einen Spaziergang gemacht. Als ich dann versucht habe, den Sender an diesen dummen Pferd anzubringen, ich meine an diesen lieben Pferdchen, fing es an, sich zu sträuben und sich langsam zu benehmen. Seltsam zu benehmen. Schau dir nur dieses Nervenbündel von einem Pferd an. Kann kaum auf ihn zeigen, ohne dass es komplett verrückt spielt. Ha. Auf ihn zeigen nennt er diese Masshandlung also, ja? Ruhig jetzt, Pferdchen. Warum bist du so zu Herrn Anvia? Och, ich kann es gut verstehen. Och, ist jetzt nicht euer Ernst. Hallo. Bitte, Pferd, bleib ruhig. Susanne, das Pferd will sich nicht beruhigen. Ah, Hilfe, Susanne, Hilfe. Ruhig, Schätzelein, ganz ruhig. Ganz ruhig. Danke, Susanne. Ich habe wirklich gedacht, dass ich das Pferd beruhigen kann. Wie gemein, dass Herr Anwer das gemacht hat. Wo ist er hin? Ich kann Herr Anwer nirgendwo sehen. Wie verdächtig. Aber du kennst ihn bereits, Susanne. Naja, egal. Er ist weg und dem Pferd geht es gut. Sollen wir zurück zum Einsiedler reiten und ihm erzählen, dass es den Pferden gut geht? Du, warte! Da geht etwas sehr Merkwürdiges auf dem Bildschirm vor sich. Sieh nur, es gibt mehrere Punkte, die unten am Strand sind. Sieht so aus, als ob manche sogar im Wasser sind. Aber Pferde schwimmen normalerweise nicht im Meer. Wir müssen sofort dahin. Komm schon, Susanne. Oh ja, komm. Wir müssen den Herrn Anvil mal endlich die Leviten lesen hier. Tschüss, Pferd. Ich muss dich leider verlassen. Ich muss schauen, ob ich deiner Herde helfen kann.
Aber wenn die schon im Wasser sind, gehe ich stark davon aus, dass wir eh zu spät sind. Oha. Die GED, aha, mit denen arbeitet er also zusammen. Diese Mistkerle. Da machen wir nochmal eben ein Beweisbild von. Nein, das! Nein, was machen die? Jetzt nehmen sie die Pferde mit aufs Boot. Wir müssen sie stoppen. Nightdust, ich komme. Die fahren doch sowieso jetzt sicher ab, oder? Ich muss Madison stoppen, bevor sie in Schwierigkeiten gerät. Sie fahren ab, ich wusste es. Oh. Ich wusste es. Und Madison kann natürlich nicht schwimmen. Ah, wo ist sie? Ah, ich kann hier aber nicht mit Pferd rein. Susanne! Hilfe! Ja, und jetzt muss ich absteigen. Susanne, ich schaffe es nicht mehr lange. Die Strömung ist zu stark. Wenn du nur etwas finden könntest, womit du Madison hochziehen kannst. Vielleicht findest du etwas am Strand. Ja. Da ist was. Schnell! Ich wollte schon leid das sagen. Beziehungsweise hier ist nichts, aber... hier hinten sollte doch auch noch was sein. Hä? Leute. Das Kind ertrinkt. Stellt euch nicht so an. Gebt mir jetzt etwas, womit ich es retten kann. Du kannst nichts finden. Wenn du nicht bald etwas findest, wird Madison von der Strömung aufs Meer gezogen. Was sollst du tun? Gibt es denn niemanden, der dir helfen kann? Hallo, ich bin hier. Na, ob er mir helfen kann, ich weiß es nicht. Madison! Susanne, ich habe gesehen, was passiert ist. Wir haben jetzt keine Zeit zu plaudern. Susanne, wir müssen uns beeilen und Madison aus dem Wasser holen. Hier, ich habe ein Seil dabei. Wirf es zu ihr hinüber. Beeilung. Ja. Das ist eine gute... Achso, das ist eine gute Idee. Schnell! Ach, da ist sie. Danke, Susanne. Aber mein Neid, das ist weg. Madison, was hast du dir nur dabei gedacht? Keine Sorge, wir werden Nightdust finden. Das verspreche ich. Dieser Antwir, so hinterhältig wie damals. Susanne, kannst du einen Pulli für Madison holen? Es sollte einer da drüben in meiner Tasche sein. Madison muss warm bleiben. Okay. So, Madison, versuche dich etwas auszuruhen, während ich mit Susanne rede. Susanne, ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommt, als ich ihn plötzlich wieder sah. Ob ich weiß, wer Herr Anwir ist? Ha, naja, ich habe noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ich muss Madison jetzt nach Hause bringen, sie braucht ihre Ruhe. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir Herrn Anwir finden können. Sicherlich hat er alle seine Sender ausgeschaltet. Ich rufe dich dann an, oder so. Ich muss nach Hause etwas nachdenken und nach alten Papieren schauen. Ich melde mich. Suche Anwir. Bitte nicht auf eigene Faust. Versprichst du mir das? Gut. Übrigens, hier. Dachte, dass du das für deine ganze Hilfe kriegen könntest. Du kannst es ruhig schon nehmen.
Ich melde mich dann, ruhe dich jetzt aus und sammle etwas Energie. Der Einsiedler und Madison gehen zurück. Jetzt heißt es warten, bis der Einsiedler wieder von sich hören lässt. Okay, der Tagebucheintrag wurde jetzt auch aktualisiert von Herrn Anvia, dass der wohl irgendetwas mit dem Einsiedler zu tun hat. Wir können aber, das ist gut, nochmal zur Farm zurück. Ich denke mal, dass wir... Achso, Moment. Wir können erstmal kurz gucken, was er mir für eine Hose gegeben hat. Okay. Ja, ist jetzt nicht die beste von den Werten her, aber die ist, sieht auf jeden Fall schon ganz nett aus. So, jetzt reiten wir aber mal eben schnell zur Farm zurück. Ich denke mal... Bin ich jetzt auf der richtigen Richtung durch, ne? Ja. Ich denke mal, dass wir da mit Madison noch mal reden sollten. Oder vielleicht auch mit ihren Eltern. Weil es wäre natürlich jetzt ganz, ganz schlecht, wenn Madison versucht, auf eigene Faust loszugehen. Und ich denke mal, dass ich ihr dann auch noch mal versprechen werde, dass ich mich darum kümmern werde. Mit dem Pferd, mit Night Dust. Oder mit den Pferden, besser gesagt. Weil es sind ja jetzt, so wie ich es verstanden habe, alle Pferde gestohlen worden. Ich habe schon so ein bisschen Panik, dass mein Pferd nachher noch gestohlen wird. Ah. Ich wollte gerade sagen, eins ist noch hier, aber das war gar kein Wildpferd. Okay, sind wir jetzt gerade drauf zu anreiten? Ja, relativ. Ja, das wird ja richtig spannend. Seitdem der Herr Anvia hier aufgetaucht ist, ist nur noch Chaos. Es verschwinden nur noch Pferde. Das ist schon richtig, richtig heftig. Dabei kann man jetzt auch nicht so viel Geld mit Pferden machen. Ich meine, ich weiß ja, wie viel die kosten in Wirklichkeit. Klar, wenn man natürlich mehrere von denen stehlt, kann man schon gut Geld damit machen. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, mit denen man noch mehr Geld machen kann. Ah, okay, die Eltern. Ach, ich habe keine Zeit für sowas. Wo kann es nur hin sein? Es ist nicht hier und es war auch nicht in der Küche. Hm. Oh, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen. Hey, Susanne, du bist wieder hier? Du fragst dich, ob ich was verloren habe? Ja, ich kann meinen Arbeitscomputer nicht finden. Ich habe einige Dokumente, die ich verschicken müsste, aber der Computer ist weg. Entschuldige mich, Susanne, du brauchst dir keine Sorgen, um meine Probleme zu machen. Du sagst, dass du mir bei der Suche helfen willst? Natürlich kannst du mir gerne helfen. Vielen Dank. Wenn du draußen im Garten suchst, schaue ich noch einmal im Haus nach. Ja, also offensichtlich hat das Ganze jetzt doch nichts mit der Quest zu tun, die wir gerade gemacht haben. Draußen im Garten, wo ist denn für den der Garten? Hier gehört das doch nicht mehr zum Garten. Und der zeigt mir auch nicht an, wo ich hin soll. Hm. Hat jemand einen Laptop gesehen? Also ich denke, es war ein Laptop, weil so ein PC verschwindet ja nicht einfach. Und ein Laptop könnte man ja irgendwo hinlegen. Tja, also einen Garten in dem Sinne haben sie jetzt nicht wirklich. Es sei denn, die meinen jetzt hier das Feld. Ja kein Garten und hier ist auch nichts, wo man irgendwie nachgucken könnte. Hm. Das ist jetzt schon sehr seltsam. Schauen wir mal hier irgendwie im Kuhstall oder so nach. Also hier wird wirklich gar nichts angezeigt. Hier wird gar nichts angezeigt. Wie soll denn dieser ominöse Garten sein? Ich gucke hier hinten nochmal eben. Nee, hier ist auch nichts. Hm. Also ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das jetzt auch schon wieder so eine verbuggte Quest ist. Finde Eriks Computer im Garten. Ja, wo ist der Garten und warum wird mir nicht angezeigt, wo das ist? Hm.
verstehe ich nicht. Ganz ehrlich. Das eine ist die Ranch, das ist ja auch kein Garten. Und bis da hinten, also so lang wird das ja nicht sein. Das hier meint er auch nicht mit Garten, obwohl das ja auch zur Ranch gehört hier hinten. Nee, Leute, also tut mir leid, das sieht so aus, als ob das jetzt auch schon wieder so eine verbuggte Quest ist. Weil, ja, ich hier nichts finden kann. Absolut nicht. Ich gucke hier noch mal hinter dem Haus. Ah, Moment. Hinterm Haus. Okay, das ist kein Garten, aber hebst du den noch mal auf? Es scheint, als ob jemand den Computer vor kurzem benutzt hat. Als du den Computer näher betrachtest, stellst du fest, dass die Webseite vom Café Harfe geöffnet ist. Du kannst den Text Café Harfe nur einen Galopp weit entfernt von Jorvik Shopping Center lesen. Vielleicht plant jemand, dorthin zu gehen. Du bringst den Computer besser zu Erik zurück. Okay, also, die meinten nicht, dass ich im Garten nachschauen sollte, sondern hinter dem Haus. Hallo, drehst du dich mal? Das. Da bist du ja. Danke, dass du meinen Computer gefunden hast, Susanne. Wenn du mich jetzt entschuldigst, mach's gut und noch einmal vielen Dank. Was hast du? Entschuldige, Susanne, aber möchtest du etwas? Ich kann dir gerade nicht helfen. Sprech mit Holly, wenn du Madison treffen willst. Wir sprechen später. Na, soweit. Danke, dass du mir beim Suchen des Computers geholfen hast. Aber ich habe jetzt leider keine Zeit. Ob ich zum Café Harfe gehe? Warum sollte ich? Entschuldige, Susanne, aber wir können vielleicht später über das Café Harfe sprechen. Du kannst ja eventuell mit Jonas sprechen, wenn du Hilfe bei etwas benötigst. Da ist er. Jemand hat nach einem Café außerhalb des Einkaufszentrums gesucht. Vielleicht sollte ich mit Hey oder Guten Tag beginnen. Entschuldige, Susanne, hast du was gesagt? Können wir später reden? Wenn du etwas brauchst, kannst du immer mit meiner Mutter Sigrid sprechen. Die kann dir sicher helfen. Okay. Hallo, Susanne. Wenn du für meine Surfstunde hier bist, dann bist du etwas früh dran. Was für eine Surfstunde? Oh, du wolltest Madison sehen? Wie lieb von dir. Ich denke, dass sie dich sehr gerne hätte sehen wollen. Ich weiß zumindest, dass sie sich gestern unbedingt treffen wollte. Hör mal, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Normalerweise hilft Madison mir dabei, mich auf meinen Surfunterricht vorzubereiten. Aber gerade jetzt weiß ich leider nicht, wo sie steckt. Danke, dass du mir aushelfen möchtest, Susanne. Ich war ehrlich gesagt etwas besorgt, dass ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Das heißt, der Einsiedler hat Madison nicht hierher gebracht? Warum? Kannst du mit dem Abkratzen von altem Wachs auf den Surfbrettern beginnen? Haha, keine Sorge, das ist nicht schwer. Beseitige einfach nur die alten Wachsreste. Okay. Achso, da. Okay. Ich denke mal, dafür muss ich eh wieder absteigen. Okay. Das geht jetzt schnell. Was für eine tolle Arbeit du geleistet hast, Susanne. Bist du sicher, dass du das nicht schon einmal gemacht hast? Es ist schon etwas seltsam, dass Madison nicht hier ist. Sie will normalerweise immer zu Hause sein, bevor ich meinen Surfkurs gebe, da ich für gewöhnlich für einige Tage fort bin. Aber wahrscheinlich ist sie nur draußen und spielt irgendwo mit ihren Pferden. Haha, das Kind ist so voller Fantasie. Okay, das heißt, denen wurde wohl noch nicht Bescheid gegeben, was hier passiert ist. Hast du Zeit, mir etwas zu helfen? Oh, danke. Wir müssen mal schauen, ob wir einen Tag finden, der uns beiden passt, sodass ich dir das Surfen beibringen kann. Aber jetzt zurück zur Arbeit. Da die Bretter jetzt sauber sind, müssen wir sie neu einwachsen, damit wir guten Halt haben. Wir beginnen mit dem Basiswachs. Nimm den Basiswachs und reibe ihn vorsichtig auf die Bretter. Das wird toll aussehen. Okay. So ein bisschen aus wie Sushi, aber... Danke. Du
Bist dein Naturtalent, Susanne. Du hast den Dreh raus. Vielleicht sollte ich dich als Assistent einstellen. Haha. Ja, mein Pferd ist auch ein Naturtalent. Da drin immer alles zu verzerren hier. Jetzt, wo du den Basiswachs aufgetragen hast, müssen wir die Surfbretter mit Spitzenwachs beschichten. Dann können sie für meinen Surfkurs genutzt werden. Glaubst du, dass du das schaffst? Du musst einfach nur das machen, was du vorher mit dem Basiswachs gemacht hast. Du trägst den Spitzenwachs auf, indem du ihn in kreisenden Bewegungen aufträgst. Okay. Vielleicht kann ich da mal nicht das Innere meines Pferdes sehen. Hallo? Vielen Dank für deine Hilfe, meine kleine Assistentin. Naja gut, ich sollte dich nicht klein nennen, aber... Haha, danke, Susanne. Danke für die ganze Hilfe, Susanne. Tut mir leid, aber ich muss los. Ich muss vor meinen Schülern da sein. Es ist schon seltsam, dass Madison nicht hier ist. Vielleicht kannst du ja mit Eric sprechen, falls er Zeit hat. Normalerweise weiß er, wo sie ist. Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Ich bin mir sicher, dass es Madison gut geht. Bestimmt hat sie einfach nur Zeit beim Spielen vergessen. Ja, sie ist nur gerade fast ersoffen, weil sie jemanden hinterhergesprungen ist auf ein fremdes Boot, der die Pferde geklaut hat. Aber bestimmt geht es ihr gut. Kannst du denn noch mit Eric sprechen? Danke. Bis später dann, Susanne. Tschüss. Holly verschwindet fix mit den Surfbrettern. Okay. Ach ja, Holly ist für ein paar Tage fort mit ihrem Surfkurs. Konntest du etwas warten? Vielleicht können wir dann sprechen. Ja, ich mache dann erstmal so lange die anderen Sachen.